der Daniel Koch und Marc Janssen von der Firma Terrestris zeigen Ihnen, was man alles mit GeoServer machen kann. Ja, vielen Dank. Genau, das ist es. Vielleicht ganz kurz ein paar einleitende Worte. Der Schwerpunkt auf diesem Vortrag, dieser Demo-Session, ist tatsächlich in der Live-Demonstration. Wir haben ganz wenige Folien vorbereitet. Das heißt, das ist kein klassischer Was-ist-neu-in-GeoServer-Vortrag, sondern tatsächlich, es geht darum, den GeoServer zu zeigen, wie man damit arbeiten kann und welche Arten von Problemen man damit wunderbar lösen kann. Das vorab als Info, wie das wahrscheinlich aufgebaut ist. Größter Teil wird also tatsächlich die Live-Demonstration sein. Ein angekündigtes Harakiri, wie das ja immer mit Live-Demonstrationen so ist. Das heißt, wir hoffen, dass das gleich alles funktioniert. Und der Daniel zeigt jetzt erstmal ein paar Folien vielleicht. Ja, guten Morgen zusammen. Also, wir machen die GeoServer Live-Demo-Session. Wir sagen ganz kurz eben ein, zwei Worte über uns, geben eine kurze Einführung in den GeoServer. Also, was ist der GeoServer überhaupt? Was kann man damit machen? Und starten dann in die Live-Demo. Ganz kurz zu mir, mein Name ist Daniel Koch. Ich bin der Lead-Developer bei der Bonner Firma Terrestris und partizipiere an diversen Open-Source-Projekten. Und mein Kollege Marc Janssen. Ja, ich heiße Marc, ich bin Geschäftsführer von Terrestris und nutze GeoServer schon seit vielen Jahren und bin hochgradig davon überzeugt, dass es eine super Software ist. Und gleich zeigen wir auch, warum. Ja, die Firma Terrestris sitzt in Bonn. Wir bieten eigentlich alle Dienstleistungen rund um Open Source GIS an. Wir haben einen Stand, der ist auch noch den ganzen Tag da. Kommen Sie einfach mal runter, sprechen Sie uns an. Wir versuchen dann gemeinsam eine Lösung zu finden, die für uns alle am besten ist. Ja, der GeoServer, was ist das überhaupt? Es ist eine Web-Applikation, sie ist Java-basiert und es ist ein Kartenserver für Geodaten. Das heißt, ich kann mit diesem Kartenserver kann ich verschiedene Input-Geodaten veröffentlichen über HTTP-Schnittstellen, über entsprechende standardisierte Schnittstellen. Das heißt, ich kann diverse OTC-Standards implementieren, veröffentlichen, zum Beispiel einen Web-Map-Service, einen WMS, einen WFS, einen Web-Feature-Service, den auch transaktional, das heißt nicht nur lesen, sondern auch schreiben, mit Schreiben-Optionen. Web-Coverage-Service ist der WCS oder auch Web-Processing-Services, die WPS. Die Stärke des GeoServers ist neben der, das werden Sie wahrscheinlich auch gleich sehen, neben der recht geringen Einstiegshürde durch die recht gelungene Benutzeroberfläche, dass er sehr flexibel ist. Das heißt, er ist zum Beispiel durch eine Vielzahl von Erweiterungen, Plugins erweiterbar und kann sich damit sehr, sehr gut an entsprechende Umgebungen anpassen. Und eine weitere extrem gute eine Stärke des GeoServers ist die Dokumentation. Da können wir vielleicht auch gleich mal während der Live-Demonstration kurz drauf eingehen und sie auch kurz zeigen. Die sind auch hier in den Folien verlinkt, kann man auch sonst so einfach ganz finden. Die ist sehr, sehr umfangreich und bietet eigentlich für jede Option, die der GeoServer oder für die meisten Optionen, die der GeoServer bietet, eine sehr schöne Beschreibung mit Tutorials, die dort auch verlinkt sind, des Projekts. Das ist einmal eine, mag auf den ersten Blick vielleicht etwas unübersichtlich erscheinen, aber das ist im Prinzip die Kernidee bzw. die Kernfeatures vom GeoServer, der also hier zentral steht. Und er bietet jetzt im Prinzip diverse Schnittstellen für Input-Formate. Einige, also das sind jetzt hier gruppiert nach Typ und Shapefile kennen Sie, PostGIS, also verschiedene relationale Datenbanken werden unterstützt. Verschiedene Rasterdaten, diese Liste ist auch bei weitem nicht vollständig, also es gibt noch viele weitere Formate, die unterstützt werden. Die kann der GeoServer lesen und entsprechend über verschiedene Kartendienste und entsprechende Formate ausgeben. Also zum Beispiel kann ich einen Shapefile importieren im GeoServer bzw. einen Lesezugriff einstellen und kann sie dann später als WMS, zum Beispiel im PNG oder JPEG-Format anfordern. Ganz kurz zum Release-Zyklus bzw. zu der Versionierung vom GeoServer. Der GeoServer folgt einem sogenannten Time-Boxed Release-Model. Das heißt, er wird in ziemlich festgesetzten Zeitperioden veröffentlicht. In diesem Fall ist es so, dass ein Major-Release alle 6 Monate erscheint bzw. veröffentlicht wird. Das heißt, da kann sich auch die Administration relativ gut darauf einstellen, dass man weiß, okay, es gibt bestimmte Daten, wo ich mal schauen kann, okay, ist da eine neue Version vom GeoServer einfach vorhanden. Ich will da gar nicht so sehr aufs Detail eingehen. Die einzige wichtige oder die wichtigste Information, die sich jetzt hier hinter auch so ein bisschen verbirgt, ist die aktuelle Version des GeoServers. Die ist nämlich die Version 2.15, die ist auch relativ frisch, die ist kürzlich erst erschienen.
Und in Entwicklung ist entsprechend die Version 2.16. Die kann man auch durchaus nutzen, wenn man das möchte. Natürlich nicht, also vielleicht nicht für den Produktiveinsatz, aber die kann man auch jetzt schon in Nightly Builds herunterladen, installieren. Und ist durchaus immer ein Blick wert, wenn man neue Features vom GeoServer testen möchte. Ja, und da steigen wir jetzt auch direkt in die Demo ein. Also ich sage immer noch, wir zeigen jetzt, dass ich den GeoServer, und so sieht er aus, deshalb verlieben sich die allermeisten Leute in den GeoServer, weil er nämlich diese ganzen Funktionalitäten, also viele Daten-Input-Quellen und viele Output-Formate halt über eine grafische Oberfläche machen, also das ist das Verlieben, ach cool, eine Oberfläche, über das ich eigentlich alles diese ganzen Einstellungen treffen kann und Dienste publizieren kann. Und lieben tut man ihn dann wegen der inneren Werte, weil er einfach super flexibel, super leicht erweiterbar, eine Restschnittstelle und so weiter und so fort. Also er ist wirklich auch feature-rich und wenn man es noch gerne etwas reicher hätte, ist es unproblematisch möglich. So, also verlieben wir uns jetzt gemeinsam in die Oberfläche. Hier läuft ein GeoServer in der Version 2.15.0. Wir haben jetzt hier, also letztlich verbirgt sich hier hinter eine URL. Das ist jetzt nicht, auf diesem lokalen Laptop läuft er jetzt gerade. Es ist unproblematisch natürlich möglich, den auf entsprechende andere Server zu bringen. Ja, das ist die Begrüßungsseite sozusagen des GeoServers. Wir melden uns mal an. Es ist noch relativ überschaubar, was man hier so machen kann. Hier rechts sehen Sie schon so ein bisschen, was man alles anbieten kann. Wir loggen uns einmal kurz ein. Das ist hier glücklicherweise schon vorbereitet. Admin GeoServer ist das Standardpasswort. Und ein bisschen Glück habe ich mich nicht vertippt. Und jetzt, sobald wir uns angemeldet haben, jetzt als Administrator, sehen wir schon ein paar mehr Optionen. Ich weiß nicht, ich mache gerade ein bisschen größer. Vielleicht kann man es so noch ein bisschen besser lesen. Wir sehen hier auf der linken Seite eine ganze Menge Dinge, die wir jetzt tun können. Und der wichtigste Bereich ist dieser Bereich. In diesem werden wir uns sehr viel tummeln, sozusagen jetzt in dieser Demonstration. Wir sehen, aktuell ist dieser GeoServer noch im Grunde leer. Er hat keine Layer, keine Datenspeicher, keine Arbeitsbereiche. Wenn Sie den GeoServer jetzt überhaupt nicht kennen, wissen Sie gar nicht, was das alles ist. Wir fangen auf der untersten Ebene an. Arbeitsbereich ist letztlich nur eine Gruppierung. Sie können sich das vielleicht vorstellen wie ein Namespace, den man so macht. Man könnte zum Beispiel unproblematisch, weil wir ja irgendwie, sage ich mal, Layer oder Geodaten veröffentlichen wollen, einen Namespace anlegen, den nennen wir Geobasisdaten. Einen nennen wir dann irgendwie Infrastruktur, also das ist ein anderer Namespace dann, und einen nennen wir Gewässer oder sowas. Das heißt, mehr oder weniger nur so ein Namensraum, in dem man dann später andere Dinge macht. Datenspeicher sind die internen Objekte, die es dem GeoServer erlauben, lesend und teilweise auch schreibend auf diese ganzen Input-Formate zuzugreifen. Also sei es ein GeoTIFF, wenn Sie also ein GeoTIFF haben und das veröffentlichen wollen, müssen Sie einen Datenspeicher anlegen, der in dieses GeoTIFF, der weiß, wo dieses GeoTIFF ist, und dann können Sie das anschließend veröffentlichen. Wie veröffentlichen Sie? Das ist dann diese oberste Ebene, das sind die Layer. Das sind dann tatsächlich die, die Dienste, die rauskommen, wenn Sie so möchten. Und das Schöne ist, das ist ein klein bisschen Spoiler-Alarm, wenn Sie einen Datenspeicher anlegen, um es jetzt mal plakativ zu machen, eine Datenbankverbindung, dann führt das dazu, dass Sie im Grunde geschenkt bekommen ganz viele Dienste. Das heißt, Sie konfigurieren die im GeoServer, stellen die entsprechend ein und bekommen kostenlos einige Dienste. Wir schauen uns das mal an, wie wir das so machen. Zuerst legen wir vielleicht mal alle zusammen einen Arbeitsbereich an. Sie sehen, jetzt habe ich das hier ein bisschen größer gemacht. Vielleicht kannst du mal gerade ein bisschen kleiner machen wieder. Ist schwierig mit dem Mikro in der Hand, hätte ich vielleicht doch lieber das Umhängeding sollen. So wie das jetzt hier aussieht, sieht das eigentlich für all die ganzen anderen Entitäten aus. Man hat eine Überschrift, wo ich jetzt gerade bin. Im Moment sind es Arbeitsbereiche und beim Datenspeicher sieht es so ähnlich aus, bei den Layern genauso. Hier hat man immer die Liste der existierenden Datenspeicher oder Arbeitsbereiche und hier oben hat man diese zwei entsprechenden Auswahlmöglichkeiten, dass ich jetzt zum Beispiel einen hinzufügen möchte oder einen löschen möchte. Ich füge jetzt einen hinzu, den nenne ich Demo. Und einen Namensraum, URI, denke ich mir jetzt aus, ist mit einer Hand auch nicht so einfach. HTTP, da ist schon eine. Es ist im Grunde erstmal egal, was das ist. Localhost 8080 Kocher, wunderbarer Namensraum, URI. Dann kann ich noch festlegen, ob das der Standardarbeitsbereich ist oder noch andere spezielle Einstellungen. Für diese Demonstration sollte das jetzt erstmal egal sein. Erstmal ist es für mich nur ein Namensraum.
Ich drücke auf Speichern und wie Sie sehen, aha, jetzt taucht er hier auf und ist auch tatsächlich da. Der einzige Namensraum ist, wie gesagt, das ist ein absolut leerer Geo-Server, ist er einfach auch komplett der Standard geworden hier. Nach dem Arbeitsbereich, wir erinnern uns, Arbeitsbereich, Datenspeicher, Layer, machen wir jetzt als nächstes vielleicht einen Datenspeicher. Beim Datenspeicher, wie versprochen, steht jetzt hier oben halt Datenspeicher, der Rest ist einfach genauso aufgebaut wie gerade eben. Hier unten ist die Liste aller existierenden Datenspeicher und man könnte jetzt hier einen neuen hinzufügen. Und jetzt sehen wir schon, haben wir schon die Qual der Wahl. Wie gesagt, das ist eine Demo-Session, original eingereicht für eine Stunde. Und wir wurden gebeten vom Programmkomitee, das doch bitte vielleicht in einem normalen Vortragsraum zu machen. Und wir mussten uns natürlich jetzt dann entsprechend reduzieren in dem, was wir publizieren können. Für Sie die Take-Home-Message ist, wenn Sie irgendwelche Geodaten in irgendeinem Format haben, was auch nur im Entferntesten irgendwie standardisiert ist oder wo man weiß, wie es funktioniert, dann haben Sie eine sehr, sehr hohe Chance, dass Sie das über den Geo-Server veröffentlichen können. Wir werden heute zwei Dinge veröffentlichen. Einmal Daten, Vektordaten von Natural Earth aus einer PostGIS-Datenbank und einmal ein GeoTIFF ist es, glaube ich, also ein Rasterdatensatz, einfach um so ein bisschen Überblick zu bekommen. Das heißt, wir sind immer noch dabei, eine Datenquelle hinzuzufügen. Das heißt, ich muss mich erstmal entscheiden, okay, was für eine Datenquelle möchte ich gerade hinzufügen. Ich wähle jetzt PostGIS als erstes. Dann kann ich wieder so ein relativ langes Formular ausfüllen, aber es ist, wie gesagt, das nenne ich jetzt auch einfach mal Demo. Das ist der Name der Datenquelle. Beschreibung lasse ich jetzt mal einfach frei, ist auch kein Pflichtparameter. Hier in diesem Bereich ist natürlich die wichtigste Konfiguration für einen Datenspeicher, zumindest für diese Sorte von Datenspeicher. Da wird quasi festgelegt, wo ist denn diese Datenbank, wo meine räumlichen Daten drin sind, PostGIS-Tabellen sozusagen. Ich glaube, die Datenbank heißt GeoServer, das Schema Public ist richtig, der User heißt auch GeoServer, auch das ist eine lokale Datenbank. Wir sind ja hier im Demo-Bereich. Wenn ich es jetzt richtig gemacht habe. Du musst den Host noch anpassen. Localhost. Ach, richtig. Danke. Docker GeoServer, GeoServer GIS. Wie war's? PostGIS minus PostGIS. Danke. Minus PostGIS. Also dort könnten Sie beispielsweise auch eine IP eintragen, wenn Sie das zum Beispiel in Ihrer Architektur einbauen. Oder wie jetzt hier, weil es ein. Das ist ein Docker-Setup, was hier im Hintergrund läuft, kann ich so einen benannten Host letztlich nehmen. Dort könnte auch example.com oder was auch immer stehen. So, ich glaube, ich habe alles richtig ausgefüllt. Sie sehen, die Konfigurationsmöglichkeiten sind recht vielfältig. Für uns sollten jetzt alle Defaults genau richtig sein. Und auch hier ist das Wichtige, die Defaults, die gewählt werden, die sind völlig in Ordnung für ganz, ganz viele Setups. Und wenn Sie dann einmal in sich sozusagen verliebt haben in den Geo-Server, haben Sie wiederum die Möglichkeit, alles bis zum letzten Fitzelchen so zu konfigurieren, dass es auf Ihr Environment, Ihre Anforderungen einfach noch besser passt. Wir werden jetzt hier nichts anderes mehr einstellen. Ich muss nur noch hier unten auf den Speichern-Knopf drücken. Ein bisschen Glück hat das geklappt. Das hat geklappt. Sonst hätten wir unten so eine hässliche Fehlermeldung gehabt, wenn ich mich jetzt vertippt hätte bei irgendwas, Datenbankname oder sonstigem. Nachdem wir jetzt den Datenspeicher angelegt haben, sind wir automatisch von der GeoServer-Oberfläche weitergeleitet worden zur Oberfläche neuer Layer. Das heißt, der GeoServer hat mir quasi vorweggenommen, aha, da hat jemand jetzt gerade einen neuen Datenspeicher angelegt. Höchstwahrscheinlich möchte er den jetzt als Layer publizieren. Wir erinnern uns, Namespace, Datenspeicher, Layer. Das heißt, nachdem ich den Datenspeicher korrekt angelegt habe, leitet mich diese Oberfläche jetzt halt weiter zu dieser hier, wo ich jetzt eine Liste letztlich habe. Von allen Geometriedaten oder allen Tabellen, die in dieser Datenbank vorliegen, die theoretisch veröffentlicht werden können. Das heißt, es gibt ja in PostGIS, gibt es die entsprechenden Meta-Tabellen oder Views, ich glaube in Views ist es aktuell, in denen halt drin steht, Achtung, bei dir in der Datenbank gibt es eine Tabelle, die da heißt Streets, da sind Linien drin in dieser und jener Projektion. Das sind diese Informationen, die auch hier dargestellt werden. Also jetzt gibt es hier zum Beispiel... Ich weiß nicht, was ich nehme. Ich glaube, ich nehme die States Provinces Scale Rank. Wie gesagt, die Datenquelle ist hier Natural Earth. Und dann kann ich hier rechts auf Publizieren gehen. Ich drücke auf Publizieren. Dann weiß jetzt zu diesem Zeitpunkt die Oberfläche des Geo-Servers, aha, der möchte von der Datenbank, da haben wir gerade die Konfigurationsparameter eingestellt, möchte er diese eine Tabelle gerne veröffentlichen. Und jetzt habe ich wiederum sehr vielfältige Möglichkeiten, das jetzt zu konfigurieren, wie ich den denn genau veröffentlichen möchte. Hier gibt es auch einige Einstellungsmöglichkeiten. Wir werden auch wiederum nur die ausfüllen, die wir zwingend machen müssen, um
hoffentlich zügig ein Erfolgserlebnis zu haben. Okay, ich gehe also hier ein bisschen runter. Ich kann hier die verrücktesten Sachen einstellen. Das Koordinatenreferenzsystem wird bereits richtig geraten bzw. ausgelesen. Im Falle, dass das aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, kann ich es konfigurieren. Und ich drücke daher jetzt auf vom SAS-Bounce aus den nativen Grenzen. Da ist quasi die räumlichen Einstellungen, die ich mache. Hier unten sehe ich, welche einzelnen Spalten es dort gibt. Ich drücke jetzt auf Speichern. Bisschen Glück hat das geklappt. Es hat geklappt, zumindest der Layer existiert. Und jetzt zeige ich Ihnen ein weiteres wunderbares Feature, die Layer-Vorschau. Sie sehen, das läuft jetzt hier alles ein bisschen raus. Das hängt damit zusammen, dass wir hier die Größe so gewählt haben, dass Sie es auch ein bisschen mitlesen können. Jetzt bin ich hier auf die Layer-Vorschau gegangen und da können Sie immer eine relativ einfache Vorschau Ihrer Dienste im Browser sozusagen haben. Das drücke ich jetzt hier. Ich drücke jetzt hier auf Open Layers. Das ist genau der Layer, den wir gerade angelegt haben. Und hurra, es hat geklappt. Das sind jetzt die States der Welt. Das ist jetzt hier alles ein lokales Setup auf diesem durchaus ordentlichen Rechner, aber das ist schon ganz schön. Das heißt, in der Live-Demo, 5 Minuten habe ich gerade schon gesehen, dass ich nur noch Zeit habe oder wir nur noch Zeit haben, vielleicht können wir es ein bisschen überziehen, weil vielleicht auch nicht so viele Fragen sind, ist aber auch egal, haben wir es jetzt geschafft, uns mit einer Datenbank zu verbinden, einige Konfigurationen einzustellen. Die Defaults waren im Grunde alle in Ordnung. Wir haben auf Speichern gedrückt und haben jetzt einen Dienst, denn im Hintergrund wird hier in dieser Open Layers-Applikation ein WMS verwendet, Web Map Service, der diesen Geo-Server anfragt. Der Geo-Server übersetzt das halt in entsprechende Datenbank-Queries, holt sich die Features und stylt sie in diesem wunderschönen Grau mit schwarzen Outline. Das ist schon toll. So, ich habe jetzt mal kurz diesen Vollbildmodus ausgemacht, um den Tab wieder zurückzuwechseln. Das heißt, das, was wir jetzt gemacht haben, ist eigentlich schon echt super. Wir haben nur Oberflächen bedient und haben eigentlich jetzt komplett standardkonforme Dienste bekommen. Als nächstes veröffentlichen wir einen anderen Datenspeicher. Diesmal mache ich das ein bisschen, also vielleicht nicht so ganz ausführlich wie gerade gemacht. Wir haben jetzt noch ein GeoTIFF. Das nenne ich auch wiederum Demo 2. Es ist völlig egal, erstmal was da steht. Und hier kann ich dann halt, bei dem GeoTIFF muss ich mir nicht Datenbankverbindungsparameter eingeben, sondern halt sagen, wo liegt denn dein TIFF? Das haben wir ein bisschen vorbereitet und in diesem Ordner ist dieses TIFF zu finden. Das habe ich jetzt hier ausgewählt und ich drücke auf Speichern. Und dann wiederum werde ich gefragt, aha, scheinbar hast du gerade eine neue Datenquelle angelegt. Das heißt, wir vermuten, dass du die jetzt auch publizieren möchtest als Layer. Das heißt, ich mache den gleichen Workflow für einen TIFF im Grunde, wie ich es gerade für eine Datenbank gemacht habe. Ich scroll ein bisschen weiter runter. Hier hat er diese Daten auch bereits ausrechnen können aus dem entsprechenden GeoTIFF. Das sind dann in Metadaten mit drin. Ich drücke auf Speichern. Und das war sogar noch schneller. Und wir schauen uns das in der Layer-Vorschau wieder an. Das heißt, ich wechsle wieder zurück in die Layer-Vorschau. Jetzt sehen Sie schon, jetzt gibt es hier zwei Layer. Den oberen Layer, den habe ich gerade eben ganz frisch angelegt. Und ich drücke wieder auf Open Layers. Und wir sehen, da sind die Daten. Und Sie sehen, das sieht auch direkt ein bisschen hübscher, ne, als auch die ganze Welt. Und in diesem Fall haben wir jetzt einen GeoTIFF. Und in diesem Fall haben wir wiederum auch diesen Dienst einfach geschenkt bekommen obendrauf. Ein standardkonformen WMS, ein Web-Coverage-Service, glaube ich, in dem Fall auch. Also noch eine andere OGC-standardkonforme Art und Weise, wie man mit Geodaten interagieren kann. Und das ging jetzt sogar noch ein bisschen schneller, weil wir noch weniger einstellen mussten. Vielleicht, ich habe noch so circa 2 Minuten. Vielleicht zeige ich ganz kurz, was noch da dahinter steckt sonst so. Wir haben eben darüber gesprochen, dass er erweiterbar ist und wir könnten jetzt gleich gemeinsam eine Erweiterung installieren, wenn Sie das übermäßig interessiert. Das ist erstaunlich einfach. Wir laden uns nur etwas runter, entpacken das, legen das an die richtige Stelle, fahren diesen Geo-Server einmal neu hoch und schon haben wir neue Funktionalität. Also viel einfacher kann man das eigentlich nicht machen. Ich würde jetzt gerne erstmal einfach den Stil zeigen. Sie erinnern sich, dass wir eben die Länder oder die States gezeigt haben, die mit diesem wunderschönen Grau und schwarzen Outlines gestylt waren. Das ist natürlich, ich glaube, es ist Generic oder es ist Polygon. Ich glaube, Polygon. Wir können einfach mal einen ändern. Was wir hier sehen, das ist es nicht. Moment, einmal zurück auf Stile. Ist es der? Das hätte ich natürlich einmal prüfen können. Ich schaue mal einfach nach, ganz kurz, die Zeit nehmen wir uns, welcher Stil zugewiesen ist. Ich bin jetzt kurz zurückgegangen zu diesem Layer. Das war der erste Layer, den wir angelegt haben. Auf Publizierung geklickt und dann sagt er mir,
hier unten, der Standardstil ist scheinbar Polygon. Das heißt, dieser Polygon-Stil, hier sieht man so eine Mini-Vorschau, sorgt dafür, dass er ausgestaltet wird, wie wir das eben gesehen haben. Und diesen Stil möchte ich nun editieren. Das kann ich hier unten machen. Die Stilvorschrift, die der GeoServer versteht, sind vielfältig. Also SLD verwendet er intern. Man kann ihm auch SLDs auch geben, um das zu machen. Er versteht aber auch andere, vielleicht modernere und schönere Sachen, um zu stylen. CSS, ähnliche Syntax und so weiter und so fort. Wir schauen mal, was hier passiert. Hier steht ein Fill, dieses AAAA. Das ist halt genau dieses Grau. Das ändere ich jetzt ab in, was ist schöner, weiß ich nicht. FF33. CC, ich lasse mich ein bisschen überraschen, ich weiß wirklich nicht, was es ist. Ich drücke auf Speichern, dann ist dieser Dienst nun geändert, dieser Stil nun geändert. Ich habe jetzt gerade SLD editiert und wenn ich mir nun den Layer anschaue, das ist dieser Layer hier gewesen. Sie erinnern sich, noch ist er grau, ich zoome einmal rein, jetzt ist er wunderschön pink oder sowas. Sie sehen, das ist also direkt live. All diese ganzen Änderungen, die wir gemacht haben, sind halt sofort wieder sichtbar. Unsere Zeit ist abgelaufen. Wir haben, einen Satz darf ich noch sagen, wir haben gerade das, was wir in eigentlich einer Stunde machen wollten, runtergebrochen auf 20 Minuten, nachdem wir uns noch kurz vorgestellt haben. Sie haben, glaube ich, gesehen, dass es wirklich sehr einfach ist, mit GeoServer Daten verschiedenster Quellen zu veröffentlichen. Und es macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten und wir hoffen, dass Sie die Zeit finden, den mal auszuprobieren und ihm eine Chance zu geben, ist ein super Kartenserver. Besten Dank. Ich habe kein Mikro. Fragen? Haben wir noch Zeit für Fragen? Hier ist nicht. Fragen zu GeoServer? Wenn keine da sind, ich möchte es nicht vorwegnehmen, wir können noch die ganze Zeit bis voll irgendwas machen oder noch 2 Minuten, damit der nächste Redner auch noch hier dran darf und umstellen darf, möchte ich ihm gar nicht nehmen. Wir könnten auch noch mehr zeigen. Wir sind auch noch die ganze Zeit da, bis nachher kommen Sie vorbei. Man könnte auch 1 Stunde 10 drüber reden, ist überhaupt kein Problem. Möchtest du vielleicht gerade einmal dann die Erweiterung noch installieren? Das kann ich machen, ja. Da ist eine Frage. Ich habe doch eine Frage. Wenn du gefragt wirst, was ist für dich sozusagen die wichtigste oder die tollste oder die interessanteste Feature an GeoServer, was würdest du antworten? Das ist eine super Frage. Ich behaupte, dass das allerbeste für mich, indem wie ich den GeoServer nutze, die REST-Schnittstelle ist. Haben wir nicht gezeigt, es gibt dort nicht nur die grafische Oberfläche, sondern auch, wenn man oben in diese URL noch hinten dran schreibt, REST, kriegt man eine, der Daniel macht das gerade parallel, kriegt man eine komplette REST-API, mit der ich all die ganzen Dinge, die ich jetzt hier in der Oberfläche machen kann, auch über HTTP-Aufrufe quasi steuern kann. Jetzt ist es so, HTTP spricht jede Programmiersprache, also sprich Internetkommunikation oder Web-Requests loslassen auf irgendwelche Endpunkte. Das ist wirklich Standard in jeder Programmiersprache und gibt mir halt die Möglichkeit, mit einem Tool, einem Python-Skript zum Beispiel, folgendes Szenario, ich habe eine CSV-Datei, wo ich genau weiß, welche Layer ich wie veröffentlichen möchte. Ich schreibe mir ein kleines Python-Skript, das liest diese Daten aus und kommuniziert mit irgendeinem Geo-Server und erzeugt mir innerhalb von 13 Sekunden 420 Layer in genau der Ausgestaltung, die ich möchte. Und wenn ich dann irgendwie die Ausgestaltung ändern möchte, mache ich das einfach nochmal und bin happy. Das ist für mich das schönste Feature. Aber es ist tatsächlich schwierig, sich auszusuchen, was das schönste Feature ist. Noch eine letzte Frage. Und sonst bedanken wir uns nochmals. Ja, danke und machen wir 5 Minuten Pause zum nächsten Mal.